Zu Tausenden strömen sie zum Damaskustor, um auf dem Tempelberg zu beten. An diesem Freitag feiern die Muslime mit dem Eid-Fest das Ende des Ramadan. Groß und klein, Frauen wie Männer. Der heilige Platz zieht die ganze palästinensische Gesellschaft an. Zum Tempelberg gelangt man durch die muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt, die unter israelischer Hoheit steht. Aufgrund der explosiven Lage ist die Polizeipräsenz noch massiver als sonst. لما يجي جندي مش طالع من البيضة بده يمس شاب من شبابنا الشاب بده يدعس عليه لا إراديا فهيك يا من استشهد يا من انأسر. Heute bleibt es ruhig. Doch während des Ramadan-Monats kam es um die Al-Aqsa-Moschee immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen jungen Palästinensern und der israelischen Polizei. Hunderte Palästinenser wurden verletzt. Schnell wurden die Konflikte in der Region zum Flächenbrand. Die Hamas feuerte tausende Raketen auf Israel. Die israelische Armee reagierte mit massiven Luftschlägen auf Gaza. Und erstmals in der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts erhoben sich die arabischen Bürger Israels überall im Land. Niemand hätte eine derart vehemente Entwicklung erwartet. Die Ursache der Krise liegt hier, nicht weit vom Tempelberg, im Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem. Ein Rechtsstreit zwischen 8 von der Ausweisung bedrohten palästinensischen Familien und einer nationalistischen israelischen Organisation, die arabische Häuser für jüdische Familien aufkauft. Here 6 families, before 7 families Palestinian. They stole this house from them. And another house up the hill there. For Hanun family, 3 families. And another house up the corner there for Muhammad al-Kurd and his son. Die Häuser wurden legal erworben. Doch die Hamas machte Sheikh Jarrah zum Symbol. Dem Symbol des Kampfes gegen die jüdische Besiedlung Ostjerusalems. Davon gibt es immer mehr, auch um den Tempelberg. Daniel Luria kauft im Auftrag einer nationalistischen Organisation Häuser in den arabischen Vierteln Jerusalems. The whole area above. There are 3 massive corridors, 1, 2, and 3. Today there are 10 Jewish families living here and a yeshiva. Das Ziel dieser Ansiedlungen? Zu verhindern, Jerusalem mit den Palästinensern teilen zu müssen. Jerusalem is the center of Israel. There's no dividing Jerusalem, that's obvious. That's never going to happen, that can't happen. And there's no reason to divide Jerusalem. Once the Jewish people made the decision that we're returning home to Israel, then clearly the center of Israel is Jerusalem. Die Familie Muslech lebt in einem Haus an der ehemaligen Demarkationslinie zwischen West- und Ostjerusalem. 1967 hat sich die Geschichte der Stadt vor ihren Augen schlagartig geändert. Seit damals hat Israel in Ostjerusalem massiv gebaut. 250.000 Israelis leben heute in diesem Teil der Stadt. Die Familie Muslech lebt umgeben von jüdischen Vierteln. يعني اخذوا كل القدس ما ضلش الا الاقصى حتى الاقصى مش سالم منهم يعني كل يوم بدخل قطعان من المستوطنين بحراسة الجيش والشرطة واحنا يعني من يعني مرات بحرمونا انه احنا الاقصى النا بحرمونا ندخل عليه. The Kotel Maravi, the Western Wall, Kotel Maravi. Immer mehr Israelis steigen zum Vorplatz am Felsendom hinauf, den die Juden den Tempelberg nennen. Dort beten dürfen sie nicht, sonst würden sie ausgewiesen. Doch einige träumen offen davon, den Jerusalemer Tempel wieder aufzubauen, den die Römer vor 2000 Jahren zerstörten. Eine Symbolfigur dieser Bewegung ist Yehuda Glick. 2015 überlebte er den Anschlag des islamischen Dschihad. Er ist wieder vollständig genesen und kämpft weiter an der Spitze einer Organisation zum Wiederaufbau des Tempels. Shalom,
מקום של שנאה, מקום של אלימות. הכל ההפך ממה שאלוהים רוצה מאיתנו. Früher war Yehuda Glick Abgeordneter in der Knesset. Heute tritt er bei den Präsidentschaftswahlen an. Einer seiner Vorschläge ist, den Tempelberg für jüdische Gebete zu öffnen. וברגע שאנחנו נבנה את זה מתוך כבוד, אז נוכל גם שהמקום הזה יהיה מקום של אלוהים. אבל הם מפחדים מזה דווקא. הם גם פחדו שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, והיום הם רואים שהאזרחים מרוויחים מזה שיש פה מדינת ישראל, העולם מרוויח מזה שיש מדינת ישראל. אז זה בסדר, פוחדים, אבל... Die Spannungen in Jerusalem finden auch Dutzende Kilometer weiter ihren Widerhall, in Lod, nahe Tel Aviv. Mehrere Nächte lang war die jüdisch-arabische Stadt ein Schauplatz gewaltsamer Aufstände. Nie gesehene Szenen von Straßenkämpfen in Israel. Üblicherweise halten sich die arabischen Bürger Israels aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt heraus. Diesmal wollten sie ihre Solidarität mit ihren Brüdern in Jerusalem und in Gaza zeigen und ihre Wut über die vielen Toten nach den israelischen Bombardements von Gaza. Ob Bürger Israels oder Mitstreiter der palästinensischen Hamas. Niemals zuvor saß das Misstrauen gegenüber dem Staat Israel bei den Arabern so tief, besonders unter den Jüngsten. Ein Araber und ein Jude starben bei den Aufständen. Synagogen und jüdische Schulen brannten. Umgehend hat man die Gebäude wieder instand gesetzt. גם הם לא הולכים לשום מקום, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות ביחד, בצורה כזאת או אחרת. אבל אנחנו נהיה חייבים לחדש פה, אנחנו נוותר, כי בסוף זה הבית שלנו. וזה כשצריך להילחם על הבית, אז זה מה שעושים. Seit Jahren lebt diese Gemeinde religiöser Nationalisten in Lod und sorgt bei den Arabern für feindselige Reaktionen. Ihre Anwesenheit hier ist ihre Mission. Die Besiedlung der jüdisch-arabischen Städte Israels ist für sie das gleiche wie das Leben in einer Siedlung im Westjordanland. Mit dieser neuen Konfrontation wird die Hamas wieder zum Machtfaktor im politischen Spiel der Palästinenser. Seit dem Bürgerkrieg von 2007, der Gaza und das Westjordanland in zwei verfeindete Machtbereiche teilte, kämpfen alle Palästinenser wieder unter dem gleichen Banner, dem der Islamisten. Bei Familie Muslech sendet das Fernsehen pausenlos Bilder vom Konflikt. Einem Konflikt zum Ruhm der Hamas und, so scheint es, nicht der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Abbas ist schwach. Abbas. Fisch in du. Kein Arafat auch mit noch dir. Wenn Hamas schafft Al-Aqsa in Katar, اتحركت. فيش يعني ولا دولة عربية تحركت ولا دولة عربية حكت إشي أما حماس ما هي طبعا يعني فلسطينية تحركوا سووا إشي يعني ردعوا اليهود شوي يعني وقفوا اليهود عند حدهم
Die Ruhe in Jerusalem und in den Städten mit gemischter Bevölkerung ist noch immer fragil. Die Beziehungen zwischen Juden und Arabern wieder aufzubauen, wird sicher Jahre dauern. In Lod bringen Tael und ihr Mann ihre Kinder lieber erstmal in Sicherheit. זה מפחיד מה יכול לקרות. אני מאוד מקווה שלא נגלה את זה. אנחנו ממש לא רוצים להגיע לשם. In der Moschee von Lod treffen sich die arabischen Abgeordneten Israels, um einen Ausweg aus der Krise zu finden, der schwersten seit der Gründung des jüdischen Staates 1948. Aber ihnen bleibt kaum eine Wahl. Sie werden weiter mit einer jüdischen Mehrheit leben und sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen müssen. כן, אני אופטימי. אני חושב שאם עושים את זה ביחד, בשותפות, הממשלה צריכה לעשות את המוטל עליה. יישובים המעורבים צריכים לקבל תשומת לב מהממשלה, פיתוח, לענות לדרישות של האזרחים. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים בערים מפותחות והשכונות הערביות הן כל כך מוזנחות. מפה צריך לטפל, אבל כמובן הסוגיה המרכזית, למה התפרצו המחאות, הפגיעה בקדושת מסגד אל-אקצא. צריך להפסיק את הפגיעה הזאת. די כבר. Kann man verhindern, dass der israelisch-palästinensische Konflikt erneut am Tempelberg ausgetragen wird? Seit 100 Jahren hat dieser Ort die Herzen der jüdischen und der muslimischen Gläubigen immer wieder neu erregt.